Gut, Madeleine, wir fangen einmal an hier mit dem Baumstamm. Dann galoppierst du links weiter zu dem Baumstamm. Dann weiter hier zur Hecke. Dann machst du einmal einen Handwechsel da über den hellen Baumstamm. Ja, und jetzt denk am Anfang dran, erstmal einen Rhythmus finden, noch gar nicht wild galoppieren. Wir wollen ja nachher ein paar schmale üben, ein paar technische Sachen, das jetzt nur so zum Aufwärmen, dass du ein gutes Gefühl kriegst, dass er ein gutes Gefühl kriegt. Ja, nicht zu groß die Distanzen wählen, alles schön im Rhythmus, okay? Denk an deinen Oberkörper, der Absatz bleibt tief. Sehr gut. Madeleine, gar nicht schneller galoppieren. Bleib so schön ruhig. Sehr gut, Madeleine. Das war jetzt vom Tempo sehr gut. Wir wollen gar nicht schneller galoppieren heute. Ja? Alles so aus der Lässigkeit. Wichtig ist nur, dass du ihn vor dem Schenkel hast, vor den treibenden Hilfen. Das brauchen wir nachher für die schmalen und schrägen Sachen. Ja? Dass er nicht wild wird und dir losrennt, sondern dass er schön bei dir ist. Ja, dass er sich konzentriert und dass du dich schön konzentrierst. Das ist das Wichtigste. Das war super jetzt zum Aufwärmen. Ja? Gut, jetzt machen wir ein bisschen mehr. Kannst du so einen Ticken mehr Grundgalopp reiten, aber nicht schneller. Okay? Denk schön dran, jetzt so ein bisschen mehr Grundgalopp haben, aber trotzdem das Pferd vor dir hertreiben und mit halben Paraden vorm Sprung vorbereiten. Okay? Schön nach vorne gucken. So ein bisschen mehr Galopp. So, ja, dass er schön genau da ist, gut. Jetzt nicht schneller, jetzt hältst du den Rhythmus, galoppierst weiter, guckst schön nach vorne. Gut. Sehr gut, Madeleine. Das war jetzt genau dein Rhythmus, Spitze. Ja? Den Galopp. So, dann wollen wir mal einen schmalen machen, oder? So, pass auf. Wichtig beim Schmalen ist jetzt, dass du nicht zu doll nach vorne reitest. Ja? Du willst schön dicht ranreiten. Wir fangen hier mit dem, den ich da so schön eingerahmt habe, an. Ja? Du kommst gleich aus dem Rechtsbogen. So, nicht zu weit den Weg wählen. Ja? Du, so, den Weg so wählen, dass du gerade kommst, aber dass du nicht 3 Minuten geradeaus drauf zugaloppieren musst. Ja? Das Pferd schön über den äußeren Zügel begrenzen, im inneren Schenkel durchtreiben und dann suchst du dir da hinten einen Punkt, wo du hinguckst. Ja, guck mal, da steht doch dieser Baum, der so ein bisschen zweigeteilt ist. Siehst du den? Da willst du hinreiten, dass du ganz gerade und darüber reitest, okay? Die beiden Bretter helfen dir so ein bisschen die Linie zu halten. Du bleibst schön sitzen und nicht denken, du hast eine große Distanz, du stehst auf und schubst ihn los. Ja, lass den Sprung auf dich zukommen, guck geradeaus und dann reiten wir darüber, okay? So, jetzt halt schön den Galopp. Jetzt setz dich hin, links Parade, der rechte Schenkel treibt, halt die Verbindung, weiter, weiter. Perfekt, Madeleine, sehr gut. Einmal durchparieren, einmal loben. So, lob ihn. Das war spitze, das war jetzt auch sehr gut vom Rhythmus. Du brauchst nicht schneller galoppieren. Ja? So, jetzt kommst du das nochmal aus dem Linksbogen. Jetzt machen wir es ein bisschen schwerer. Jetzt kommst du einmal hier durch die St. Road durch. Ja, jetzt ist dein Anreiteweg ein bisschen länger, aber du erhältst trotzdem den Galopp und willst nochmal dicht dran reiten, okay? Denk wieder dran, such dir den Punkt, guck nach vorne und nimm den Galopp mit, aber nicht überreiten. So ist gut. Früh genug hinsetzen, Platz nehmen, im Sattel weiter treiben. Achte auf die Linie, halt die Verbindung, bleib sitzen. Super, lob ihn. Sehr gut. So, jetzt nehme ich einmal die Bretter weg und lege sie nur auf den Boden, dass er noch mal so ein bisschen mehr die Einrahmung hat, aber nicht mehr ganz so den Fang, okay? Kommst das noch mal? Genau so. Jetzt musst du dich noch mehr auf den Weg konzentrieren, ja? Schön dicht dran wollen. Kommst noch mal aus dem Rechtsbogen jetzt wieder, okay? So, halt schön die Verbindung. Wieder links Parade, rechter Schenkel treibt. Geschlossen dahin kommen. Galopp, Galopp. Jetzt bleib schön sitzen. Spitze, lob ihn, super. Gut gemacht. Spitze, Madeleine, sehr gut. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel mit dem.
So, neuer Sprung, neuer Anreiteweg. Pass auf, jetzt kommst du einmal aus dem Rechtsgalopp, den hier, neuer Sprung. Deswegen kriegst du die Latten nochmal daneben hingelegt. Und dann gehst du weiter und kommst genau denselben Weg aus der Linkswendung. Einmal den schmalen, jetzt ohne Begrenzung. Okay? Das heißt, Galopp mitnehmen, hier schön konzentrieren, dann einmal wieder wegreiten vom Sprung und dann neu konzentrieren und wieder ganz konzentriert hier auf den schmalen von eben, den er ja jetzt schon zwei, dreimal gemacht hat, wieder rüberreiten. Ja, jetzt musst du dir die beiden Punkte merken, wo du hinreiten willst. Okay? So, früh genug wieder Platz nehmen, setz dich hin, halt die Verbindung, treib weiter. Treib weiter, treib weiter. Sehr gut. Schön nach vorne gucken. So, wieder Platz nehmen im Sattel, rechts parieren jetzt. Linker Schenkel ran. Achte auf die Linie, such deinen Punkt, Galopp erhalten, bleib sitzen, ruhig bleiben. Super gemacht. Lob ihn, Spitze. Sehr gut. So, dann gehen wir einmal zur Hecke, zur Ecke. Okay? Wenn du so eine einzelne Ecke hast, dann ist es immer leichter, du reitest sie so ein bisschen gerade an. Ja, wenn du jetzt von der Idee her auf den kleinen Baum da hinten zureitest, dann ist sie ja fast wie ein Steilsprung. Ja, wir üben das jetzt das erste Mal erstmal so. Deswegen kommst du jetzt aus dem Linksbogen und reitest dicht an den Sprung ran, nimmst den so ein bisschen als Anlehnung, ja, und kommst dann und reitest auf den kleinen Sprung zu. Okay? Beim zweiten Mal gehst du einen großen Linksbogen, so. Und jetzt machen wir es ein bisschen schwerer beim zweiten Mal. Dann lehnst du dich an den Schweinerücken an, bleibst so 2 Meter daneben und springst die Ecke jetzt auf die Hecke da hinten zu. Okay? Das heißt, der Winkel ändert sich. Ja? Von der Idee, erst einmal in die Richtung springen, so, gerade. Ja, nicht ganz auf den Baum zu, sondern zwischen Baum und, ja? Und beim zweiten Mal springst du dann ein bisschen schräger in die Richtung. Okay? Reit das nicht zu doll nach links. Ja, sonst wird sie zu tief. Aber von der Idee her erstmal ganz gerade dahin kommen. Okay? So, jetzt nimm wieder Platz im Sattel. Achte auf die Linie. So, jetzt bleib gerade, nicht zu doll nach vorne. So, jetzt lob ihn einmal. So, was war der Fehler? Parier einmal durch. Jetzt warst du zu schnell, der Galopp zu groß, du hast ihn nicht geschlossen galoppiert. Ja? Jetzt kommt's nochmal. Ja, dein Anreiteweg war zu weit. Das macht's natürlich schwerer, weil da hast du einen großen Galopp drin. Ja? Jetzt wende einmal vor dem schmalen und hinter dem Schweinerücken, dem großen. Ja? Und kommst so ein bisschen mehr das Pferd nochmal geschlossener halten. Okay? Noch einmal. Dass er dir nicht so reinläuft. Das hat er jetzt brav gemacht. So, jetzt Galopp reiten, komm, nicht langsam. So, jetzt halt ihn schön geschlossen. Jetzt einmal rechts parieren. So, jetzt machst du ihn gerade. Guck schön hin, halt die Verbindung, Galopp. Aha, so, und jetzt lobe ihn einmal. Hast du einen Unterschied gemerkt? Ja. Gut, okay. Einmal loben. Gut, wir machen es einmal in die andere Richtung. Viel besser jetzt. Ja, beim ersten Mal hast du ihn so reinlaufen lassen, beim zweiten Mal hast du rübergeritten. So, neue Situation, jetzt aus dem Rechtsbogen. Jetzt kommst du aber wieder hinterm Schweinerücken vor den Gräben gewendet. Ja, dass du ihn schön auf dem Hinterbein hast. Und dann reitest du einmal so, dass du sozusagen links vom Schweinerücken vorbeireitest. Okay? Denk an deinen Galopp, geschlossen vor dir herreiten. So, jetzt wieder links Parade. Halt ihn geschlossen. Halt ihn geschlossen. So. Lobe ihn einmal, Madeleine. Super. Spitze. Oh, nicht so schlecht. Geht easy, oder? Wenn alles funktioniert. So, Madeleine, jetzt kommen wir das alles drei einmal in Folge. Ja, also erstmal grün reiten, danach wieder Galopp haben, schließen, Verbindung haben. Und dann ist wichtig, dass du, wenn du den schmalen geritten hast, dass du schon die Ecke im Kopf hast, ja? Dass du deine Linie wieder hast, dass du früh genug wendest,
dass du auf der Linie bist und hier hinreitest. Nicht dich noch freuen, wenn der Schmale geklappt hat und dann plötzlich bist du da hinten und denkst, oh Scheiße, ich muss... Oh, das Scheiße könnte ja rausschneiden. Oh Mist, du musst dann über die Ecke reiten. Ja, sondern immer den nächsten Sprung im Kopf haben, dass der früh genug vorbereitet ist. Weil du weißt, wo es lang geht, er weiß es nicht. Ja? Gut. Ein bisschen mehr Galopp und ihn dann wieder schließen daraus. Ja, dass du einen Ticken dichter an den Schmalen rankommst. Galopp, Galopp, Galopp. So, drei Bienen weiter, drei Bienen weiter. So, und jetzt wieder wenden. Setz dich hin, guck auf die Linie, halt ihn geschlossen. Halt ihn geschlossen, treib weiter, treib weiter. So, und lobe ihn einmal, super. Gut, warst so ein bisschen weit weg von den Schmalen. Ja, da hättest du einen Ticken mehr Grundgalopp noch mal reiten können. Ja, du warst jetzt lässig, das war gut, aber dann hast du vergessen nachzutreiben um den Galopp. Das hat er jetzt brav gemacht, da hast du die Fahne mitgenommen, das ist nicht so schlimm. Ja, aber dass du ihn zum schmalen Sprung noch einen Ticken dichter kommst und ihn dann dadurch besser eingerahmt hast. Okay, gut, dann gehen wir einmal in die schrägen Hecken. Ja.